Marcel Doblo, willkommen bei Lim 24. Du bist FDP-Nationalrat. Wir stimmen am 18. Juni über das Klimagesetz ab. Was beinhaltet das? Möglichst die kurzen Worte. Ich glaube, es ist schwierig für viele Leute überhaupt zu begreifen, was da auf uns zukommt. Also das Klimagesetz, das beinhaltet Klimaziele. Also es gibt Vorgaben, dass wir bis 2050 also CO2-neutral sein müssen. Und dann ist ein vordefinierter Absenkpfad, eben, dass zum Beispiel bis 2040 57% der Autos E-mobil sein müssen. Das sind die Vorgaben. Und nachher hat es lediglich zwei Massnahmen drin, zwei Subventionsmassnahmen, die 3,2 Milliarden kosten. Und eigentlich sind sich alle einig, dass die zwei Massnahmen eigentlich überhaupt nicht langen, um die Ziele zu erreichen. Und das Gefährliche eigentlich an Ziel Entschuldigung ist. schnell, das heisst, man hat Ziel gesetzt, wo man eigentlich, also Politik oder respektive die Initiative setzt Ziel, wo man eigentlich weiss als Politiker, dass man die nicht erreichen kann. Genau, heute sind keine Massnahmen dort drin, um die zu erreichen. Und das ist das Gefährliche an diesen Zielen. Oder Ziel gehört eigentlich nicht in Gesetz, sondern Massnahmen. Und das Problem ist, dass ein Blankoscheck ist für den Bundesrat, nachher eigentlich Massnahmen zu ergreifen, die man beim CO2-Gesetz nicht will. Einfach weil man das Ziel so gesetzt hat. Er hat Kompetenzen, wenn sich abzeichnet, dass die Ziele nicht erreicht werden, auf dem Verordnungsweg Massnahmen zu erlassen. Wo sich das Volk dagegen ausgesprochen hat. Das heisst, der Bundesrat könnte nachher sagen, jetzt ist Autofahren eingeschränkt, am Sonntag fahren wir nicht mehr ein Auto, wie ein Notrecht und so, weil wir erreichen das Klimaziel nicht oder was auch immer, heizen dürfen nur noch bis 19 Grad und so weiter. Ja, man kann Position einnehmen, hey, die Ziele, wir wollen netto 0,2050, hey, wir müssen das unterstützen als Ziel, aber es ist halt auch gefährlich, weil man gar nicht weiss, wie das die Massnahmen oder wie das kann erreicht werden kann. Und die Massnahmen, die langen nicht. Und darum ist das einfach, gerade auch mit diesen Zielen, oder 57% E-Mobilität, man weiss nicht, wie die Autos sollen geladen werden sollen, wenn alle am 6 Uhr einstecken, wo der Kupfer im Boden ist, man weiss nicht, wo der Strom herkommt. Jetzt bauen wir zwar Energie dazu über den Mantelerlass, aber 2035 werden 3 Atomkraftwerke abgestellt, da sind wir wieder gleich weit, brauchen aber viel mehr Energie für Wärmepumpen und alles. Also es ist wirklich, ich finde es heikel, sich Ziele zu setzen, die einfach mathematisch zurückgerechnet werden und die Realisierbarkeit spielt keine Rolle und man hat auf ganz viele Fragen noch keine Antworten. Marcel, das ist ja vermutlich auch der Grund, dass du jetzt eigentlich bei der FDP ausscherst. Es ist erstaunlicherweise, dass auch die bürgerlichen Parteien, bei den Linken und bei den Grünen, kann man ja das begreifen. Das ist ja zum Teil auch ideologisiert. Wir müssen jetzt einfach die Klimaziele erreichen. Die bürgerlichen Parteien sollten ja eigentlich ein bisschen weniger auf Ideologien und auch schauen, dass man ein gesunder Staat bleibt und dass auch die Finanzen können, gesund bleiben. Deine Partei, die FDP, ist auch für das Klimagesetz. Du bist ausgeschert, ist das kein Problem für dich? Und warum bist du ausgeschert? Das braucht ja dann auch noch ein bisschen Mut. Ich nehme jetzt nicht an, dass alle klatschen in der FDP, weil du jetzt dagegen bist. Ja, also ich bin aus Überzeugung schon beim CO2-Gesetz bin ich dagegen gewesen. Der Kanton St. Gallen hat es mit über 57% abgelehnt. Die FDP-Wählerinnen und Wähler haben das CO2-Gesetz mit fast 80% abgewählt. Also ich bin Nationalrat von St. Gallen. Und darum nehme ich meine eigene Position ein. Und es ist ja klar, innerhalb von der FDP gibt es erhebliche Unterschiede von der Welschweiz zu sehr bürgerlichen Kantonen wie St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen oder auch der Aargau. Und darum hat es Platz für andere Meinungen. Und ich bin bei der Würdigung von dem Gesetz wirklich zum Schluss gekommen, dass es gefährlich ist und wir können das besser. Es dürfte ja auch, also man hört ja da, ETH hat Zahlen errechnet, oder, dass wir für 0, also glaube für 2000stel von der Klimaerwärmung in der Schweiz zuständig sind und umgekehrt soll das ganze Paket 387 Milliarden Franken kosten. Man redet darauf, dass man heute einen Haushalt etwa 3000 Franken muss für die Energie ausgeben. Wenn man die Ziele erreichen wollen, wird es dann irgendwie auf 9000 Franken steigen, ist das überhaupt verantwortbar, dass man jetzt so ein Gesetz überhaupt kann? Und auch als Politiker, der kann ja wie deine Partei eigentlich auch dazu Ja sagen.
Also es kostet auch etwas, wenn man nichts macht. Es gibt auch Schäden, eben, wenn man gar nichts macht. Aber ich glaube, dass gerade im Gebäudebereich Wärmepumpe, E-Mobilität läuft schon extrem viel. Darum bringt es auch nichts, wenn man in einen gesättigten Markt jetzt mit der Wärmepumpe nochmal Milliarden investiert oder wenn man 6 Monate lang wartet auf eine Wärmepumpe oder den Handwerker, bis er endlich Zeit hat. Das ist völlig unnötig, dort Subventionen zu machen. Gerade bei so Senkungen. Wenn man möchte, das CO2-Ziel erreichen, oder ist am Anfang sehr einfach und günstig, sagen wir mal, Massnahmen zu greifen. Und die Aber die letzten letzten 20 20% werden Prozent. richtig, richtig teuer. Und dort muss man sich halt schon fragen, oder wir müssen mit dem Geld möglichst viel erreichen. Und vielleicht muss Mehr man denn auch nicht? sagen, im Ausland wäre es Ja, besser investiert, zum Beispiel in Polen. Oder die Schweiz ist ja innerhalb von Europa eigentlich pro Kopf, nicht wie andere immer rechnen als Land, pro Kopf eigentlich ziemlich das beste Land. Und eben zum Beispiel Polen hat 4 oder 5 Mal mehr CO2 pro Kopf. Und darum muss man wirklich überlegen, wo man das Geld investiert. Also es ist im Moment zusammengefasst so ein bisschen gefährlich, oder? Alle wir haben ja, werden ja permanent von den Medien beeinflusst, Klimaveränderung, alles. Wenn es schneit, dann schneit es zu viel. Und wenn es zu viel regnet, regnet es wieder zu viel und nachher ist es wieder zu trocken. Also jedes Wetterphänomen führen wir jetzt im Moment auf Klima zurück und auf Klimaveränderung zurück. Und dann ist man emotional eigentlich bereit, etwas zu machen. Aber vermutlich muss man auch sagen, dass das Klimagesetz, das jetzt da vor Abstimmung steht, ist auch sehr gefährlich und eigentlich auch ein bisschen durcheinander, hat man das Gefühl, oder? So. Man hat alles ein bisschen versucht, in den Deckel, in einen Hut jetzt zu rühren. Und jetzt, wenn man da ja sagt, weiß man eigentlich nicht recht, wo die Reise hergeht. Also ich sehe als Politiker meine Aufgabe darin, Massnahmen zu präsentieren, wo man auch weiss, was es kostet, um diese Ziele zu erreichen. Und nicht das Ziel, wo nachher der Bundesrat den Blankoscheck hat, irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, gerade eben, wenn die Subventionen sowieso nicht langen, um das Ziel zu erreichen. Und das ist halt einfach gefährlich, oder? Also die Stromproduktion wird teurer werden. Und darum ist es halt auch wichtig für die Bevölkerung, wo das sie es trifft und was es kostet. Und das finde ich einen extrem heiklen Weg. Und darum, ich glaube, wir können das besser. Und ich hoffe auch auf einen gewissen Linksrutsch bei der nächsten, Rechtsrutsch bei den nächsten Wahlen, eine Kompensation, wo es bei uns nachher einfacher macht, in der neuen Legislatur Aber bessere Gesetze zu gut, machen in diesen der Rechtsrutsch Themen. ist natürlich ein frommer Wunsch, wenn die Rechten mittlerweile auch mit der Linken zusammen das Päckchen machen, oder? Ja, Das die Hoffnung stirbt zuletzt. ist gut. Also, man soll denken, dass du zu Link 24 gekommen bist. Jeder soll sich eine eigene Meinung machen zu dem Gesetz und vielleicht auch wirklich ein bisschen studieren, so auch, dass er Ja oder Nein sagt. Danke.